Also selbst wenn wir hätten bescheißen wollen, dann wäre das ja das Dümmste gewesen. Ihr hättet euch ja quasi mehr oder minder selber beschissen. Wenn es Rückschläge gibt, einfach weitermachen. Einfach weitermachen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen weiteren Video von der Motormafia. Wir befinden uns in der Arena E in Mülsen zur RMC-Meisterschaft. Wir waren relativ knapp dran heute aufgrund der Verkehrslage. Das heißt, ein Rennen hat schon stattgefunden, tatsächlich auch ein entscheidendes Rennen. Dass der Ben Nestler tatsächlich gar nicht so schlecht gefahren ist. Wem der Name jetzt nichts sagt, dem sagt wahrscheinlich der Name Steffen Wappler was, S-Turbotechnik. Der Ben ist ja recht jung noch, ich glaube, der ist jetzt 9, fährt aber für seine 9 Jahre doch schon relativ erfolgreich Kartsport. Ist aber so, dass wir jetzt quasi das erste Rennen von Ben quasi schon miterlebt haben, wenn er als erster gestartet ist, zwischenzeitlich mal auf Platz, ich glaube, 4 zurückgefallen, hatte sich dann wieder gut vorgekämpft und ist als 3. Platz ins Ziel gekommen. Heißt im Umkehrschluss, die ersten 3 Plätze gehen die Karts ins Parc Famé hinten und werden dort sozusagen auf Richtigkeit geprüft. Dort ist es irgendwie zu einer kleinen Herausforderung gekommen, weil beim Ben die Luftfiltermatte verknittelt war. Die hat wohl irgendwie eine Falte geworfen und deswegen hat man ihn jetzt mehr oder minder disqualifiziert und das ist natürlich jetzt gerade ein bisschen ein emotionales Thema. Hier steht jetzt gerade aktuell der Vorwurf der Manipulation im Raum, weil das Kart für eine Zeit X unbesichtigt war. Jetzt sagen wir, warten jetzt einfach mal ab, bis der Steffen kommt. Und wenn wir uns Steffen, wenn er dann vielleicht eine freie Minute hat, einfach dazu mal interviewen. Kann sich bei uns nur noch um Stunden handeln, weil der Herr Wappler noch mit seinem Mikrofon kämpft. Aber so ist gut, da sieht man deine Brustmuskulatur gut. Wir haben es ja schon angekündigt, der Steffen sollte ja eigentlich für alle ein bekanntes Gesicht sein bei uns auf dem Kanal. Für diejenigen, die ihn noch nie kennen, das ist der Steffen von S-Turbotechnik. Hallo. Man kennt ihn auch unter Wappler einfach nur. Ja, freue mich, vor der Linse zu sein. Ja? Ja. Hast lange kein Video mehr gemacht. Und dass ihr da seid, genau. Ja, du bist aufgeregt, ich auch tatsächlich. Wir müssen uns jetzt auch mal ein kleines bisschen sputen. Das heißt, das Video wird wahrscheinlich jetzt auch ein kleines bisschen gestückelt sein. Es hat sich ja jetzt, ich hatte es schon mal angedeutet vorhin, dass scheinbar vielleicht in einer gewissen Art und Weise eine Manipulation stattgefunden hat. Genau. Und das da hatten wir jetzt eine halbe, dreiviertel Stunde, war ich quasi mit dem Tim unterwegs, weil es natürlich ja um Meisterschaftspunkte geht. Tim ist der Renningenieur, das muss man dazu sagen, genau. In Bensheim, genau. Rennleiter zur Technischen Kommission, zum DQ und ja. Ende vom Lied ist aber, Disqualifikation ist jetzt erstmal außen vor. Nein, disqualifiziert. Wir sind von dem Rennen, also von dem Lauf disqualifiziert worden, ja. Weil natürlich die Tatsache ja da war. Ja. Ja, das ist natürlich in dem Moment relativ schwierig, das zu beweisen, dass es wir ja nicht waren, weil die Tatsache ist natürlich ja da. So, was aber noch gut ist, es gibt natürlich Streichergebnisse. Wir können natürlich das DQ jetzt streichen. Ja. Das ist gut. Wollten natürlich in dem Moment, weil es ein Gang nicht ganz so lief, ne, da was streichen. Aber wir hoffen halt trotzdem, dass wir P3 in der Meisterschaft halten können. Ja. Er startet jetzt, so wie ich es rausgehört habe, von 4 anstatt von ganz hinten, ja. Weil er gestern halt zweimal P1 eingefahren hat. Und das ist jetzt quasi ein Arrangement, was jetzt quasi von der Rennleitung vorgegeben wurde? Nee, kein Arrangement. Oder das steht halt, so, das steht halt schon in den Regelwerk so drin, ne, dass man das schon rauslesen muss. Und das hatte ich natürlich in dem Moment jetzt im Eifer des Gefechts, weil man natürlich dort, ne, Tim Kind eine Scheißnachricht überbringen muss. Ne? Mhm. Und du hast ja in dem Moment gemerkt, klar, da fährt es ja ganzes Jahr und dann wegen einer Sache. Die ganze Saison im schlimmsten Falle für den Arsch. Die ganze Saison für den Arsch. Ne? Und das ist natürlich, da muss man natürlich erstmal die Kinder wieder motivieren. Ich hoffe, er hat es im Kopf jetzt wieder umgeschaltet. Naja, ich würde sagen, so wie das klingt, geht das jetzt hier los. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal ganz kurz einen Cut, filmen das Rennen und dann machen wir alles andere. Bis dann. Ein paar Sekunden später. Also wir haben es rechtzeitig auf die Tribüne geschafft. Startaufstellung ist jetzt gegeben. Also die starten jetzt quasi in Formation. Von einer Einführungsrunde, zwei? Eine Runde und dann noch eine schnelle Runde. Und dann müssen die sich, da gibt es dort hinten eine rote Linie, wenn zum Beispiel mal einer zurückfällt. Da gibt es direkt dort hinten eine Linie. Bis dorthin dürfen die sich wieder auf ihre Position zurückfahren. Ja. Wenn die natürlich dann eine Position sind, müssen sie bis ganz nach hinten. Jetzt wird es spannend. Ich drücke den Daumen. Und dann ist fliegender Start. Genau. Na, Ben ist jetzt, startet jetzt von 4 sozusagen, okay? Genau, da gibt es dort hinten, jetzt seht ihr es, da gibt es da hinten 2 Korridore, das sind die 4 Streifen. So, die fahren quasi dann langsam dort rein und ab dort müssen sie die Ampel beobachten. Wenn die von rot auf grün geht oder ausgeht, ab dann dürfen die Vollgas geben. Wir dürfen aber auch bis dorthin ihren Korridor nicht verlassen. Ansonsten gibt es Strafe. Sonst gibt es auch wieder eine Strafe, ja. Okay. Strafsekunden. Aber es ist schon krass, es ist ja richtig, ne? Aber es ist ja trotzdem krass, dass in den jungen Jahren halt eben auch schon so ein derbes Regelwerk auch besteht. Ne? Aber muss ja. Ah, das muss halt, weil da irgendwo müssen die das halt lernen. So, und deswegen ist es halt krass, was die, oder halt die ganze Flaggenkunde. Ne? Da wird zum Beispiel oben eine Nummer angezeigt und du hast dort eine schwarze Flagge mit einem roten, mit einem orangen Fleck oder Punkt. Ja. Punkt.
So, und da musst du halt natürlich auch wissen, was du da machen musst. Ne? Also das heißt, du musst schon das ganze Umfeld unheimlich beobachten zusätzlich noch. Ja. Das ist, also ich stelle mir es auch unheimlich schwierig vor. Und da ziehe ich einen Hut vor den Knopfen, die das schon so mit 7-8, ab 7-8 so machen. Ne? Ja. So, das heißt, die Runde ist jetzt schon ein bisschen zügiger und jetzt können wir, denke ich, gleich beobachten, wenn die hinten dann auf die Startziel wiederkommen, genau, dass die Informationen gehen, genau, und dann ist quasi Start. Das siehst quasi da drüben die zwei Mann. Ja. Dort ist quasi die rote Linie bis dorthin und ab dort muss verlangsamt werden. Die müssen quasi den Hintersten die Chance geben, dass sie quasi auf die Formation wieder aufschließen können. Und ab dort müssen die dann in einem langsamen Tempo bis dorthin fahren. Und das ist natürlich auch ein Ermessen vom Rennleiter, ob der den Start dann freigibt oder nicht. Na, also was siehst, wenn die zu unkoordiniert dort auffahren oder zu schnell, ja, oder zu langsam, ja, kann es natürlich... Jetzt, Entschuldigung, jetzt kann man es ganz gut sehen. Genau, und jetzt wird... Jetzt wird langsam gemacht, genau. Also kann es auch sein, dass der zum Beispiel den Start nicht freigibt. Das sieht man, ziehen wir dort an die zwei roten Punkte, ja, an der Ampel. Oh, jetzt. Ampel geht aus. So, und jetzt Daumen drücken. Ah... Hat jetzt gesehen, der Maximilian hat quasi hat den Start schlecht gemacht. Ja. Und da ist natürlich auch der Ben jetzt wieder mit nach hinten gerutscht, weil der ja Maximilian nicht überholen darf. Warum darf der den Maximilian nicht überholen? Weil der, also die fahren ja quasi nebeneinander. Ja. Du darfst den Korridor nicht verlassen und der Maxi hat wahrscheinlich jetzt zu spät Gas gegeben und hat in dem Moment die ganze Reihe hinter ihn blockiert. Genau. Ah, okay. Und da kommst du nicht vorbei. Aber ich will nichts sagen, aber Ben ist on fire, der ist auf Platz 3 wieder vorgefahren. Ja, ne? Sehr schick. Wie fühlt sich das so an, als Papa so draußen zu sitzen? Dass die Zeit einfach überhaupt nicht vergeht. Das du stirbst ist, hier draußen, das oder? Das ist Wahnsinn, ja, das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber was auf jeden Fall auffällt, ist, dass der Ben, finde ich, mit meinem laienhaften Verständnis, dass der Ben wirklich eine extrem saubere Linie fährt. Ja. Also selbst wenn er unter Druck ist, richtig, das ist mir vorhin bei dem ersten Heat schon aufgefallen, dass er wirklich durchgehend sauber, richtig, fährt. Richtig, dass er es nicht aus der Ruhe bringen lässt. Oh, jetzt, ja, geht er vorbei. Ja. Guck mal. Das. Jawohl. Der sitzt seit vorigem Jahr 15.000 Kilometer am Kart. Ne? Das schaffst du ja mit deinen Autos nicht im Jahr. Also weil die Autos es nicht schaffen. Ja, weil die Autos, genau. Ja. Also ich kann ja wirklich sagen, einen Golf habe ich, glaube ich, dieses Jahr mehr geschoben wie gefahren. Na gut, weil er immer im Weg steht, ne? Richtig. So, wir lassen die Kamera jetzt auch einfach laufen. Im Nachgang sagt man nämlich immer, solche Momente hätte man festhalten müssen. Und mein Bauchgefühl sagt mir, dass das Ding hier nämlich noch nie durch ist. Fährt gerade eine halbe Sekunde schneller wie das Spitze. Was, der Ben fährt eine halbe Sekunde schneller? Eine halbe Sekunde schneller wie das Spitze. Da fährt jetzt jemand mit Wut im Bauch, oder? Ich meine, ja, du kennst dein Kind besser. Ja, ja, weil das ist unfahrbar vorhin. Wie gesagt, da geht es um jeden Punkt. Das ist einfach eine Vollkatastrophe. Ich meine, das letzte Meisterschaftsrennen jetzt. Hier geht es um alles. Richtig, da geht es darum, ob er halt auf dem Treppchen zur Meisterschaft noch steht oder nicht. Na, und das ist ein Gefühl bei mir im Bauch. Das kannst du nicht beschreiben. Geh mal mit der Kamera drauf, was jetzt passiert hier. Zack, vorbei. Man muss eben auch mal sagen, ne, ich meine, auch wenn du jetzt nicht dafür kannst, ne, aber ein richtiger Rennfahrer, der das eben auch Vollblut inne hat, ich meine, der lässt sich dann nie fallen, der kämpft weiter und ich denke, das ist das, was der Ben auch tut. Ne? Ja. Was sagst du dazu, Julian? Ja, ist schon, gerade schon, wenn du jetzt so, dann halt so abgeschossen wirst, man wird es ja im Video gesehen haben, dass du dann trotzdem noch dran bleibst und dich dann, ja, wieder versuchst, mit vorzukämpfen. Steffen brauche ich jetzt hier nicht zusülzen, der ist gerade mit seinen Gedanken woanders. Und vorbei, ganz sauber. Noch zwei Runden. Steffen sagt gerade, werden jetzt sogar noch zwei Runden sein. So, und du hattest gesagt, der Ben muss im Idealfall vor einem rauskommen. Und wer ist das? Der direkt vor ihm ist. Das wäre gut. Wenn er den noch holt, könnte er noch Platz 3 in der Meisterschaft halten. Ja, das wäre halt, wie gesagt, da müsste halt vor ihm den noch kriegen. Dann hätte der wenigstens wieder einen Punkt mehr. Ja. Wie gesagt, weil ich denke, jetzt durch das DQ vorhin brauchen wir gerade jeden Punkt. So, und das ist natürlich, wenn wir den Punkt wegnehmen, dafür den Punkt kriegen, es geht,
Das ist halt wirklich das Schlimme. Ne? Das geht halt, wie man es halt im Rennsport kennt, um jeden einzelnen Punkt. Na gut, du weißt natürlich nicht, was die drei dort vorne jetzt noch veranstalten. Ne? Das weiß man halt nie. Weil der eine mit dem weißen Helm, der fährt ja schon eine recht aggressive Linie. Richtig. Na gut, der wird aber den Führenden nicht angreifen. Warum? Ja, weil die, ich sag's immer so... Man kennt sich. Richtig. Aha, okay. Könnte man jetzt annehmen. Na gut, aber der Dritte im Bunde, der will natürlich aber eben auch noch, ne? Der Dritte ist ja der Meisterschaftsführende. Kann da auf jeden Fall sagen, ja, wenn jetzt vorne nichts passiert, brauchen wir noch dem Rennen nicht anreden. Ich habe Gänsehaut am ganzen Körper. Du musst halt sagen, der war Letzter, ne? Ja. Gut, ich meine, es steht ja aber trotzdem in einer gewissen Art und Weise jetzt vielleicht auch noch, ich meine, er wurde ja auch rausgeschoben oder wird sowas nie geahndet. Ja, da muss halt eigentlich, ist es irgendeiner hat ihn gepusht. So. Ja. Und das kann bloß einer von die Vordersten sein. Also kann man auch sagen, es irgendwo muss hier eine 5-Sekunden-Strafe noch im Raum stehen. Ne? So, und das ist halt natürlich jetzt im Nachgang wieder meine Aufgabe. Ja gut, du, aber das gehört dazu. Also das gehört dazu. Das sind halt dann die Aufgaben vom Vorder, ne? Auch wenn die unbequem sind. Aber du musst halt dann um das Recht von deinem Kind kämpfen. Ne? Wenn jetzt dort oben das Licht leuchtet, ist die letzte Runde jetzt, oder? Zielflagge, ja. Okay. Egal, auch wenn das jetzt wirklich erstmal grundsätzlich traurig ist, aber da darf Enttäuschung keine Rolle spielen. Und ich würde sagen, wir machen die Kamera erstmal ganz kurz aus und gehen dann gleich in einer ruhigen Minute noch mal in das Thema rein. Ein paar Sekunden später. Hier ist Verkehr, Kumpel. Ja, hier ist Verkehr. Scheiße. Kennst du dich mit Verkehr aus? Na, zurzeit nee. Ich sag nur, Selbstversorger. Bist du, ja? Wollen wir da gleich noch mal einen kleinen Aufruf starten jetzt für dich hier? Das mehr sage ich dazu nicht. Ja, wir waren vor uns zusammen auf Toilette. Ne? Da geht er 2 Meter nach hinten. Ich dachte, was macht er denn? Zielschießen, aber dann stand er hier mit einem Feuerwehrschlauch. Ja, das ist noch nicht dunkel. Der Klassiker. Auch richtig. Ich würde es auch gern können. Ja, aber ich habe bei mir das auch. Es ist nur noch zum Station da. Du hast dich jetzt ein kleines bisschen beruhigt. Ja. Also du kannst das nicht leugnen. Ich denke, es ist auf der Kamera drauf. Zumindest die Geräuschkulisse auf jeden Fall. Weil ich dachte, der Stuhl, den hast du auch rausgerissen. Weißt du, ich hoffe, der ist noch ganz. Aber... Aui. Ja, da sieht man aber eben auch die Arme, das ist nicht nur Deko, ne? Die ist nicht nur Schwabbel, ne? Du hast jetzt ein Lächeln im Gesicht, du warst ja bei der Rennleitung jetzt. Genau. Ja. Glücklicherweise haben, glaube ich, die Kameraaufnahmen jetzt irgendwie auch noch... Genau, die haben wir ja mit genutzt bei der Rennleitung, weil da war der Winkel quasi nicht ganz so drauf. Deswegen war es jetzt gut, dass wir die Videoaufnahmen noch haben, wo wir halt gesehen haben, dass er halt wirklich auf B2 liegend vom... Dritten in dem Moment dann hinten auf der Ecke rausgeschoben worden ist. Ist gerade schwierig, wie man das bei der Rennleitung dort unten oder beziehungsweise bei den technischen Kommissaren alles so erklären muss. Also ich finde es halt immer unnötig, dass man es überhaupt erklären muss. Ne? Dass die es halt nicht von alleine sehen. Aber gut, gucken wahrscheinlich nicht überall hin. So, und der Dritte hat eine 5-Sekunden-Strafe gekriegt. Ja. So, und in dem Moment sind wir natürlich eins nach vorne gerutscht und haben jetzt hier einen dritten Platz. Was natürlich auch, ich sag mal, für meinen Kleinen, fürs Heimrennen, natürlich bloß Trostpflaster ist, aber es ist besser wie der Blechplatz. Aber ich glaube, das, was wir jetzt gesehen haben, sollte vielleicht auch denjenigen, die als Erwachsene zugucken, jetzt einfach mal ganz kurz eine Message fürs Leben, vielleicht irgendwie mal, muss man sagen, mit seinen 9 Jahren als gutes Beispiel vorausgehen, wenn es Rückschläge gibt. Einfach weitermachen. Einfach weitermachen. Und das hast du jetzt gesehen, wie der gebissen hat. Ich denke, da kommen bestimmt ganz am Anfang ein paar Tränen unterm Helm. Aber spätestens dann war der Helm nicht breit genug, weil das Messer zwischen die Zähne war. Ja. Dann hast du ja gesehen, wie gesagt, da ist eine schnellste Rennrunde nach der anderen gefahren. Der hat den fast 5 Zehntel die Runde abgenommen. Genau. Und ja, das ist halt, wie du schon gesagt hast, ist halt ein Zeichen eigentlich fürs Leben, dass man das immer so machen muss. Es gibt immer Rückschläge, weißt du, wissen wir ja alle. Ich höre davon. Jetzt kann man natürlich auch hergehen und sagen, also einfach um das Rennen jetzt noch mal ganz kurz auszuwerten, jetzt kann man natürlich auch hergehen und sagen, es ist ein dummer Zufall, dass ausgerechnet derjenige, du hast meines Wissens nach vorhin zwischen den Zeilen verlauten lassen, dass der den wahrscheinlich nie pusht und dass der den ersten dort auch nie überholt, weil man sich wahrscheinlich auch kennt. Das ist natürlich dann aber auch ein dummer Zufall, wenn das gestern schon passiert ist. Wir waren gestern nie hier, aber dann, da war es eben auch in beiden Heats die gleiche Person, die dort gepusht hat. Genau. In dem ersten Rennen heute, was wir uns angeguckt haben, wieder die Person und jetzt in dem Falle. Und dann muss man eben sehen, im Umkehrschluss nimmt der Ben halt allen 5 Zehntel ab. Ich meine, auf der Strecke sind 5 Zehntel viel. Und ich meine, ihr habt es ja auf der Kamera auch gesehen, wie der auch aufgeschlossen hat. Genau. Und da kommt natürlich das Gefühl oft, dass er anderweitig nie zu bremsen ist. Deswegen investiere ich ja auch, ich sag's mal, in alles, was ich habe. Ja. Einfach bloß in den Traum. Und ich denke halt auch, das ist halt unsere Aufgabe. Ne? Das versuchst du ermöglichen. Weil ich muss halt wirklich für mich sagen, für mich ist halt, ich meine, ihr kennt den GDR, ihr kennt den Golf, das ist komplett so eine Nebensache geworden. Das war halt meine Zeit. Ne? So sehe ich es halt jetzt. Das war meine Zeit. Mich macht das alles aus.
Aber das ist halt meine Zukunft. Also ich hoffe ja, dass ich mich irgendwann mal zur Ruhe setzen kann. Ja. Wenn der also damit man jetzt, ja, also warte ganz kurz, damit man jetzt auch ganz klar das Bild vom Steffen prägen könnte. Der Steffen ist so ein Überpapa, der natürlich gern irgendwann sich auf die faule Haut legen will. Genau. Genau. Würde ich nie anders machen. Für die, die es wieder nie verstanden haben, Ironie Ende. Ich denke, das haben die Leute von den Aufnahmen, die der Julian vorhin gemacht hat, denke ich, ganz gut mitbekommen, dass du das schon... Also wirklich auch im Sinne von Ben machst. Also ja, ich habe das vorhin mitbekommen, da hatten wir keine Kamera an, wie manche ihre Kinder dort vorne striezen und vorab pushen, wo du da stehst und dir denkst, meine Güte, der Knopf, der war vielleicht 10, 11. Ich muss ganz ehrlich mir gestehen, ich hatte voriges Jahr mal so einen Moment, habe aber in dem Moment dann auch relativ schnell mitgekriegt, dass es, denke ich, komplett das Falsche ist. Weil du machst dann natürlich was in dem Kind, wo du eigentlich Fehler herbeilockst. Mhm. Na, du setzt ihn halt unter Druck, der sagt, okay, ich muss jetzt den Papa irgendwas zeigen, aber am Ende soll er da draußen Spaß haben. Ja. Na? Er soll da draußen Spaß haben, er soll da draußen frei fahren und am Ende, du kannst sowieso nicht beeinflussen, was passiert. Na? Ich hatte gestern noch nicht gewusst, was heute hier passiert. Na, das ist nach dem ersten Heat uns erstmal die Kinnlade runterfällt heute, weil wir halt disqualifiziert worden sind. Ja, wobei man aber sagen muss, wir hatten uns dann vorhin noch mal unterhalten und da hast du gesagt, also selbst wenn wir hätten bescheißen wollen, dann wäre das ja das Dümmste gewesen, die Luftfiltermatte dort irgendwie zu verkrempeln, genau. Weil das ja Topspeed kostet Richtig. Und auch Kraft kostet. Das heißt, ihr hättet euch ja quasi mehr oder minder selber beschissen. Richtig. Weil die Mikromotoren sowieso schon relativ mager laufen. Ja. So, und dann machst du natürlich zusätzlich noch mal Luft dazu. So, also ist dann noch magerer. Ich sag mal, da brennt nichts weg. Aber das Ding hat halt einfach noch weniger Leistung. Ja. Na, weil am Ende kommt hier auch hier Kraft und Kraftstoff. Das wäre Quatsch. Aber wie gesagt, die technischen Kommissare haben es überprüft. Das ist ja völlig richtig. Das ist, wie gesagt, ich bin auch. Es soll alles überprüft werden, es soll alles regelkonform alles sein. Hier war es halt jetzt so, wie gesagt, bei uns der Luftfilter mit der Worte zerkrempelt. Warum auch immer. Keine Ahnung. Aber es ist interessant, dass du da standest und sagtest, das Kart war gestern für Zeit X unbeobachtet. Genau, ja. So, und das ist halt, wie gesagt, wir waren gestern Abend essen. So, und haben uns heute früh beim Warm-up schon gemerkt, warum ihm vom Topspeed so 1,7 km/h fehlen. So, im Gegensatz zu gestern. Im Gegensatz zu gestern. So, und hat halt auch selber so gesagt, im mittleren Drittelbereich geht es nicht mehr. Wetterbedingungen sind aber heute genauso wie gestern. Sind haargenau gleich. Ja. So, ne? Es ist erschreckend, dass du eigentlich sofort dran denkst. Jetzt würde ich natürlich einfach mal eine wilde Theorie, eine wilde These aufstellen. Ja? Da muss man aber ganz jetzt noch mal was sagen, na, um das alles noch ein bisschen zu untermauern. Es ist halt krass, dass das die ganzen 2 Jahre noch nie geprüft worden ist. Na? Da muss man jetzt sagen, ich will jetzt um Himmels Willen nichts sagen. Na? Das will ich auch nicht, das kann ja alles Zufall sein. Die Situation an sich, genau, das ausgerechnet so. Heute. Man weiß, dass dort 2 Mann dort vorne ums Ticket nach Sarno, um Weltfinal-Ticket kämpfen. Ja. Und klar, der Ben ist halt mit dem Ihnen mal befreundet, wo du halt sagst, du kannst den Kindern nichts vorschreiben, auch wenn sie es machen, machen sie es. Ja? Wenn sie helfen, helfen sie. Also, der andere braucht aber halt alle Punkte. Da steht halt auch nicht weit weg von uns. So, also kann das natürlich auch sein, wie kriegst du dort vorne einen Fahrer weg, ohne dass du ihn rausschießt. Der gefühlt 5 Zehntel die Runde schneller ist. Genau so. Und genau das, was dort gemacht worden ist, wird halt heute geprüft. Aber es ist doch erschreckend. Also selbst, wir lassen das jetzt einfach mal so im Raum stehen. Ne? Nennen wir es einfach mal vielleicht unglücklicher Zufall, unglückliche Überschneidung. Richtig. Aber es ist doch trotzdem krass, wir reden über Kinder. Richtig. Das ist halt in dem Sport, oder ich weiß, wie gesagt, ich kann es halt nicht sagen, wie es in die ganzen anderen Sportarten ist. Ja. Du hast halt hier Glück und Leid. Ne? Ganz nah beieinander. Richtig. Wie gesagt, ich mag es beim Ben, wie sehr er halt auch irgendwo dann mit sich selber das versucht, klarzukommen, zu machen und dann aber auch wieder umschalten kann. Habe ich gestaunt tatsächlich für so einen jungen Knirps. Ben ist 9, ne? Genau, der ist 9 geworden. Wahnsinn. So, der schaltet halt um, weil der weiß, es bringt nichts, in der Vergangenheit zu grasen. Ich kann die eh nicht mehr erinnern. Ne? Das stimmt. Das war so, Punkt. Ja. Ne? So, also muss man damit leben. Und das ist aber halt, ja, das ist halt der Sport. Aber weil wir gerade sagten, Kindersport, ne? Mhm. Vielleicht solltest du mit deiner Kamera einfach mal ganz kurz hier rüberschwenken. Na, also wenn wir hier von Kindersport reden, da sieht man natürlich schon, dass es hier nicht nur einfach um die goldene Ananas geht, sondern dass hier natürlich eben auch für viele vielleicht auch eine gewisse Erwartungshaltung, Richtig. Zukünftige Erwartungen oder irgendwas anderes dranhängt. Das wird schon alles sehr professionell betrieben. Genau. Ja, du musst halt sagen, am Ende ist es ja für jeden, ich sag mal Formel 1 oder DTM-Fahrer oder allgemein, was im Profisport ist, das ist ja der Anfang. Deswegen bin ich ja froh, dass ihr da seid, oder weil das ja viele draußen ganz anders sehen. Die sagen, Kartsport sehen sofort eine Leihkarthalle. Ja. Machen wir doch auch. Ne? Ja. So, aber da bin ich jetzt froh, dass ihr das jetzt seht, ihr jetzt auch. Ne? Damit ist halt wirklich komplett anders ist. Das ist halt in dem Moment klar, wie, ich sag mal, Formel 1 bloß kleiner. Ne?
Das ist Rennzirkus hier. Das ist der Rennzirkus. Also ich meine, wir können uns hier umgucken. Ich denke, ihr seht es die ganze Zeit auch im Hintergrund. Ich meine, die fahren hier alle Geschütze auf Sattel, auf Liga hier vorne. Hier gleich wieder einer, dort hinten einer. Große, alle neue Autos hier, dies, das. Du warst ja letztes Jahr mit dem Ben in einem Rennteam drin. Genau. IPK, glaube ich. IPK Germany. Genau. Genau. Aber dort seid ihr jetzt nicht mehr drin, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Genau, das sind wir jetzt nicht mehr, weil der... Danny hat damit jetzt erstmal aufgehört. Wie gesagt, er hat zu Hause viel zu bauen und so weiter und so fort. Ja, das heißt, das Rennteam gibt es nicht mehr. Das ist halt wie erstmal auf Ruhe gelegt. Okay. So, und da mache ich halt jetzt gerade in der RMC Germany, wo wir jetzt hier sind, mit dem Tim Lang. Mit dem waren wir schon frühgesagt die ganze Zeit zusammen. Das war ist vom Ben der Coach und Mechaniker, unterstützt mich halt da. Ne? Ja. Weil wir haben es ja heute gesehen. Ich könnte ja zum Beispiel nicht dort hinten sein. Ja. Und gleichzeitig dort vorne gucken und sehen, dass das nicht so war, wie es war. Ja. Ne? So, und da ist es halt wirklich, da hält er mir seinen Rücken frei. Ich ihm halt auch in die Entscheidungen. So, und da sind wir halt ja, zu dritt unterwegs. Zu dritt, also ihr habt jetzt kein Rennteam mehr? Nein. Das heißt, das, was alle anderen hier mit Sponsoren, genau, mit großen Unternehmen, die dahinter stehen, genau, stemmen und wuppen, wappst, wie Wappler, ja, du quasi alleine. Genau. Das heißt, das, was jetzt hier momentan aufläuft, ich muss jetzt mal ohne Punkt, ohne Komma, das, was hier momentan aufläuft, ja, das machst du. Genau, aus eigener Kasse. Da muss man halt wirklich sagen, da machen wir das halt wirklich auf ein Minimum, weil am Ende das, was der hier braucht, brauche. Ne? Ja. Das brauchst du so oder so. So, das heißt, du, die Startgebühr, das hierher kommen und so weiter und so fort, ne? da hast du halt eine Summe, ne? Die ist halt einfach da. So, die musst du halt irgendwie sehen, deswegen stecke ich halt lieber bei mir zurück, auch in der Ernährung. Sieht man, ich habe mir schon gedacht, du bist aber schmal geworden. Ja, ne? Ja. Das macht schon. Und ja, ich lebe halt jetzt da dafür. Und ich denke, das macht halt für mich mehr Sinn. Ja, du weißt halt nie, wo es hingeht. Ne? Aber in dem Moment muss man halt wirklich sagen, wenn man die Möglichkeiten irgendwo nicht nutzt oder ja, vielleicht selber nicht den Traum hat, ja, dann findet man das auch nicht raus. Vielleicht endet es in 2 Jahren, vielleicht aber auch nicht. Ich weiß nicht. Das wird sich zeigen. Was sich aber auf jeden Fall auch zeigen wird, und ich meine, wir kennen uns ja jetzt schon eine Weile, und auch wenn wir jetzt vielleicht lange uns offiziell vor der Kamera nicht mehr gesehen haben, genau, ist es ja trotz alledem so, dass wir gefühlt regelmäßig in unregelmäßigen Abstand genau, Kontakt miteinander haben und auch sehr intensiv pflegen und genau, vielleicht auch intensiver, als sich das der ein oder andere auch vorstellen kann. Ja. Auf alle Fälle. Für mich ist das auch Neuland. Ne? Das ist für uns ja auch was ganz Großes. Ja. Sind wir ja trotz alledem hier aus einem bestimmten Grund. Also den einen Grund haben wir noch im Kofferraum. Das würde ich gleich gerne mit dir am Zelt machen. Ich würde aber gerne den Ben nie dabei haben wollen. Wenn du sagst, das muss, dann muss das. Aber das glaube ich eher nicht. Weil ich finde, der Ben hat da jetzt vor der Kamera mit seinen 9 Jahren noch nichts großartig verloren. Das sind wir zum Beispiel jetzt bei einem krassen Thema. Ich wollte erst mal ganz kurz, lass mich das ganz kurz okay, ausführen. Wir, die Motormafia, das heißt, das ist das ganze Team, was ja um mich besteht, mit allen unseren Mäusen, die da auf Arbeit so mitwirken, dass wir gern auch in finanzieller Art und Weise unterstützend für den Ben Nestler für die nächste Saison gern dastehen wollen. Wir können natürlich... Warte. Klar. Dankeschön. Ich meine, wir sind keine Riesenfirma, nein, das weißt du besser alles, als alle anderen. Aber zumindest mit den Sachen, die uns möglich sind, euch da irgendwie auf dem Weg zu unterstützen. Und ich glaube, gerade heute, für diejenigen, die in dem Video jetzt dran geblieben sind und das gesehen haben, was da passiert ist, ich glaube, das kriegst du gleich wieder hier, das ist Wahnsinn. Ich glaube, der kleine Kerl hat heute gezeigt, wieso, weshalb, warum. Mir geht es darum, wir kennen uns persönlich, ja, die mich persönlich kennen, die wissen auch, dass bei mir irgendwo... Das Leben schreibt nun mal Geschichten. Manchmal ist es einfach so, und ich möchte einfach gern, und das spreche ich für jeden, der bei uns in der Motormafia arbeitet, jeder hat dich gern, jeder mag den Ben und jeder sieht das irgendwo. Und das ist lieb. Wir wollen euch da auf dem Weg gern begleiten. Da freue ich mich ganz sehr, und der Ben auch. Ja, also ich denke auch, wie gesagt, ich freue mich. Ich würde sagen, du wolltest jetzt noch was sagen, genau, wegen dem Thema Ben Kamera. Genau. Und dann müssten wir mal ans Auto und dann noch mal zu dir ans Zelt. Vielleicht kann das ja auch mal jemand kommentieren unten drunter. Das ist wirklich eine Sache. Ich sag mal, heutzutage Werbung. Ne? Weil ja, das ist, am Ende dreht sich ja alles nur über Werbung. Wie gesagt, Ben hat ein Instagram-Profil. So, ich weiß halt, alles klar, ich gucke da drüber. So, und ich finde halt, ohne dass man halt gerade das Kind oder die, ich sag mal, ich würde ja nie irgendwas zeigen, was negativ ist. Na, in dem Moment, was ihn irgendwo schädigen würde. Ja. Na, so. Aber in dem Moment denke ich einfach, man braucht zu einem Namen ein Gesicht.
Ja. So, und vielleicht auch, ich sag mal, vielleicht gibt es auch noch viele andere, die ihn vielleicht irgendwo unterstützen wollen oder irgend sowas. Und die brauchen halt irgendwo Gesichter vor. Und ich finde das aber gar nicht schlimm. Ja, bin ich bei dir. Aber in einem bestimmten Maß tatsächlich. Also ich finde trotzdem, Kinder sollten frei sein in dem, was sie tun. Man muss aber sagen, wenn man sich mit dem Thema Motorsport, Nachwuchsförderung auseinandersetzt, ist es tatsächlich unumgänglich, weil das, was ihr tut, das ist jetzt für dich letzte Rille, das muss man klar sagen, mit dem, was es kostet. Wir reden hier nicht über 1.000, 2.000 Euro, wir reden hier von einem mittleren fünfstelligen Betrag, der für eine Saison drauf geht. Ja. So, und da geht es nie ohne Sponsoren. Und Sponsoren brauchen ein Gesicht, das ist nun mal so. Genau. Ne? In höheren Motorsportklassen musst du Sponsoren in ein Rennteam mit reinbringen, um dort überhaupt akzeptiert und, zu werden und Fuß zu fassen. Also so läuft das ganze Thema ab. Das wissen ja wahrscheinlich auch viele gar nicht. Gerade DDM kaufen sich ja davor ein. Also ist ja bei der DDM oder bei den ganzen... Die Fahrer kriegen ja nicht das Geld von den Teams. Na, das ist ja bei vielen Trugschluss. Na, sondern durch die Sponsoren von den Fahrern kaufen die sich in ein Team ein. Wären die interessant. Genau. Na, also die bezahlen dafür, dass sie fahren dürfen. Punkt. Steffen, du müsstest mir jetzt bloß sagen, ob wir das gemeinsam mit dem, was wir im Kofferraum haben, ob wir das gemeinsam machen oder ob wir das mit dem Ben machen wollen. Das können wir mit dem Ben machen. Dann würde ich sagen, nehme ich das jetzt, das nehmen wir mit hinter und dann sehen wir uns jetzt gleich nochmal beim Kart. 12 Sekunden später. Steffen, ich im Namen der Motormafia würde dir gerne was für einen Ben übergeben, einfach weil wir das ganz, ganz toll finden, was ihr tut, vor allen Dingen, wie ihr es tut und vor allen Dingen, was der Ben da auch einfach leistet in seinen jungen Jahren. Dankeschön. Man muss natürlich dazu sagen, ich meine hier, das hat natürlich auch einen Grund, warum das zustande gekommen ist. Der Steffen hat einen Teil von euch natürlich eben auch bei der Late-Night-Veranstaltung im GTR mitgenommen und wir haben ja gesagt, das, was dort eingenommen wird, das wird gespendet. Den Betrag, der dort netto übrig geblieben ist, ich meine, wir haben ja immer noch ein Finanzamt, die halten ja auch die Hände offen, ja, den haben wir dennoch aufgerundet, um da für euch einfach für die neue Saison einen gewissen Start vorzugeben. Wir wissen, damit ist nicht viel zu bewirken, aber es ist zumindest erstmal ein Teil. Sehr schön. Und für alles andere werden wir uns in Zukunft, und da werden wir euch, denke ich, auch auf dem Laufenden halten, werden wir uns da zusammenfinden. Dankeschön. Bitte. Nimmst du den Check? Achtung. Und auf weiterhin viel Erfolge. Ich mache sowas jetzt auch zum ersten Mal, deswegen also alles gut. Alles gut. So, und was sagt man? Danke. Ja, bitte. Und vielen Dank an euch allen. Also wie gesagt, ich bin da wirklich... Für all diejenigen, ich bin wieder gerade raus jetzt, für all diejenigen, die noch dran sind. Wir wissen, wir haben natürlich heute mit dem Tag auch euer Herz erreicht. Für diejenigen, die was tun möchten, die unterstützen möchten. Das mache ich jetzt. Ja. Die können sich gerne an uns wenden. Die dürfen uns gerne eine Mail schreiben. Das ist nicht ganz so einfach, steuerrechtlich. Das muss man auch noch mal abklären. Wir haben aber dort schon die ein oder andere Idee im Kopf. Und wer da irgendwie unterstützend mit zur Seite stehen will, der darf sich gerne bei uns melden. Ansonsten dürft ihr euch gerne freuen. Ich denke, das wird nicht das letzte Video von Ben gewesen sein. Nächstes Jahr haben wir ja noch was vor. Und auch vom Steffen. Was ist nächstes Jahr eigentlich? Nächstes Jahr startet er ja in einer anderen Serie. Und in welcher Serie? Das ist die Deutsche Kartmeisterschaft, das ist eine DKM. Und ja, da gibt es wie einen Dornwagenmeister oder gibt es halt einen deutschen Minimeister. Also eigentlich die höchste Rennserie, die es gibt in dem Alter. Genau, das ist halt dieses Jahr das erste Mal ausgetragen worden. Ja. Und da nehmen wir nächstes Jahr mit dran teil. Das klingt mir danach, dass es noch teurer wird. Das heißt, wir möchten jetzt Schluss machen. Wir möchten jetzt sehen, wir müssen arbeiten, Julian. Ja. Na? Alles klar, habt vielen Dank. Gerne. Danke fürs Zuschauen und bis bald. Bis bald. Tschüss. Ciao.